The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Even be too late, for I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Let's Play-Gucker. Ich befinde mich hier gerade in einer neuen Spielwelt, welches da heißt Dragon Age Origins. Es ist zwar schon älter, aber ich habe es noch nie gespielt und ich will mal versuchen, ob ich damit überhaupt klarkomme und auch mit dem Genre. Gut, ich werde jetzt mal einfach anfangen. Es geht los mit einer Charaktererstellung. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Ja, dann können wir also auswählen zwischen Mann und Frau und verschiedenen Völkern. Da sehen wir hier Mensch, Elf und Zwergen. Dann gibt es noch Unterklassen, aber ich habe mich schon entschieden, ich werde eine Frau spielen, und zwar einen Elf. Da steht auch noch so eine kleine Vorgeschichte. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Vierteln der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme Dalish klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können sogar Krieger, Schurken oder Magier sein. Dann gibt es hier unten noch Boni. Dann kann ich dann natürlich noch sagen, welche Klasse ich sein möchte. Entweder Krieger, sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegner vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderung. Okay, dann haben wir noch einen Magier. Nö. Da bin ich überhaupt nicht so für. Dann gibt es noch Schurke. Schurken sind fähige Abenteurer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schurken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern, Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteurergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es einem Schurken, sich hinter einem Gegner zu schleichen, kann er einen hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierungen eines Schurken umfassen Weltläufer, Barde, Duellant und Assassine. Ah, klassenbunde Geschicklichkeit. Ich glaube, den mache ich, den Schurken. Ja, dann muss ich mal gucken. Also eine Schurkin sozusagen. Was haben wir denn hier? Eine Dalish-Elfin. Dann steht hier eine Stadtelfin. Und was das hier alles ist, weiß ich nicht. Kann man nicht auswählen. Okay, eine Dalish-Elfin. Du bist stolz über deine... Nö, habe ich schon gelesen, möchte ich nicht. Ich mache eine Stadtelfin. Ich möchte nämlich die Menschen dort aufmischen. Soweit ich das jetzt hier verstanden habe. Da steht zum Beispiel, du hast dein Leben schon immer unter der Herrschaft deines menschlichen Lehnsherrn verbracht. Doch als ein örtlicher Lord an deinem Hochzeitstag sein Recht auf die Braut einfordert... Hallo, ich bin weiblich? Wird das eine Lesbenhochzeit? Explodieren die schwelenden Spannungen zwischen den Rassen in einen engen Regen aus Vergeltung. Gut, also, wir sind weiblich, wir sind elfisch, wir sind schurkisch und wir sind ein Stadtelf. Dann gehen wir mal weiter. Greetings. Genau, so. Also hier kann man die, den Charakter modellieren. Das werde ich jetzt natürlich nicht zeigen komplett, sondern das mal überspringen und erstmal einen schönen Charakter erstellen. So, dreh dich mal um. Jawohl. So, für diese Form oder diesen Ausdruck habe ich mich entschieden. Hier unten im Porträt kann man auch sehen. Und hier kann man ihr noch einen Namen geben, obwohl der ist eigentlich irrelevant, der ist eigentlich nur fürs Netz. Wie nennen wir sie denn mal? Ach, ich nenne sie mal Dasha. Weil ich spiele es nämlich in Englisch mit deutschen Untertiteln. So, ach ja, hier gibt es nur noch Attribute, die man einstellen kann. Stärke, nur 10? 14, 14, Konstitution. Also brauche ich ein bisschen mehr. Geschick. Willenskraft nehme ich mal einen weg, will noch ein bisschen mehr Stärke haben. Okay, gehen wir 14, 14, 12. Magie, Magie brauche ich ja nicht so viel, da mache ich jetzt mal nur... Da kann ich nichts von wegnehmen, das ist ja doof. Und Klugheit auch nicht. Konstitution will ich mehr haben. Das ist natürlich doof. Und Willenkraft, okay, das bleibt alles. Okay, Stärke 1. Nehmen wir mal Konstitution 12. Ich glaube, das ist so einigermaßen ausgeglichen. Konstitution für steht die Gesundheit. Gut, okay, das kann man hier alles erkennen und lesen, was diese Fähigkeiten bedeuten. Ja, ich würde mal sagen, jetzt geht's wohl irgendwie weiter, oder nicht? Oder was? Oder wieder was? So, was kommt als nächstes? Jetzt gibt es noch einen verfügbaren Punkt. Manipulation, Stehlen, Fallenbau, Überleben, Kräuterkunde, Kampfausbildung, Kampftaktiken. Also, ich würde mal sagen, wir nehmen Stehlen. So, ist doch gut, oder? So, gibt es noch was. Oh, nochmal. Punkte. Verbesserte. Also, Schurke, zwei Waffen, Bogenschießen. Ja, das will ich wohl können. Das will ich haben, unbedingt. Bogenschießen, was ist denn hier mit Bogenschießen? Festhaltender Schuss. Schneller Schuss. Achso, benötigt Kampfausbildung. Ach du liebes bisschen. Unfairer Kampf. Oh, weia. Tritt in die Eier. Unter der Gürtel, ach, da ist es. Ja, ich weiß jetzt nicht. Geschickte Hände, Schurke, passiv. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber Schurke, zwei Waffen, Bogenschießen. Ich kann ja überhaupt keine Kämpfen-Sachen machen. Hier zwei Waffen. Ausbildung benötigt Kampfausbildung. Also fange ich hier mit 0 an. Ich kann nicht Bogenschießen. Ich kann keine Waffen anlegen. Habe ich denn hier überhaupt eine Waffe? Nö, 0. Schurke. Unfairer Kampf. Zwei Waffen. Also kann ich ja nur die grünen Sachen sind. Oh, toll. Unter der Gürtellinie. Geschickte Hände. Alle Schurken verstehen etwas vom Öffnen von Schlössern und vom Aufspüren und Entschärfen von Fallen, aber besonders geschickte Finger und ein fester Griff geben dem Charakter Boni und diesen Aufgaben. Aha, auch seine Klugheit hat Einfluss auf diese Fähigkeit. So, Verstohlenheit. Der Schurke hat gelernt, sich den Blicken anderer zu entziehen. Oh Gott, das ist ja alles unter der Gürtellinie. Der Schurke führt einen schnellen, unfairen Tritt gegen sein Ziel aus und verursacht damit normalen Schaden. Scheitert der Gegner bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft? Ne, ich weiß es nicht. Ich nehme doch, ich glaube nicht, ich nehme geschickte Hände. Ich habe noch einen verfügbaren Punkt. Kann man hier nochmal machen. Ah, benötigt Level 4. Oh, war ja. Was haben wir hier? Unter der Gürtellinie. Verstohlenheit. Schurke hat gelernt. Ja, mal gucken mal, was wir machen. Also hier kann ich ja gar nichts machen. Hier ist nichts grün. Ah, okay. Unter der Gürtellinie. Genau, unter der Gürtellinie nehme ich jetzt auch. In diesem Sinne. Ich habe mich entschieden für so ein paar verfügbare Punkte. Unfairer Kampf. Unter die Gürtellinie und geschickte Hände. Ich habe keine Waffe, jedenfalls fange ich hier nicht mit Waffen an, so wie ich das sehe. Es geht los, wir wollen jetzt spielen. Bitte wähle einen Schwierigkeitsgrad. Nehmen wir auch normal. Okidoki, dann geht's los. Denerim, the largest city and capital of Ferelden. Long ago, the elves lived as slaves to humans, and though they've been free for many generations now, they are far from equals. Here they live in a walled-off community known as the Alienage, working as servants and laborers when they can. Despite these hardships, Denerim's elves are a strong people who take pride in their close community. This is the only world you've ever known, until now. Wake up, cousin. Why are you still in bed? It's your big day. Ach du liebes bisschen, ja, okay. Wie schon gesagt, ich habe die englische Originalvertonung eingeschaltet und deutsche Untertitel. Finde ich besser. Und wurde mir auch empfohlen. Gut, okay, ich spiele aber eine Version, wo halt eben nicht so ein berühmter Typi dabei ist. Geht nur noch ein bisschen wie, was habe ich verschlafen? Was, warum bist du in meinem Zimmer, Shianni? Das werden wir mal fragen. Because I begged your father to let me share the good news. You do remember what today is, don't you? Geratet. Atem nach, bist du spätestens Mittag sturzbetrunken? Heiratet jemand oder Sommertag? Ach, ich mach mal deinen Atem nach, bist du spätestens Mittag betrunken. No, you idiot, you're getting married today, and Soris too. That's what I came to tell you. Your groom, Nelaros. He's here early. Nelaros, oh Gott. Schon? Habe ich wohl keine Wahl mehr. Wirklich, das ist großartig. Je früher, desto besser. Ich kann mich mit diesen arrangierten Hochzeiten einfach nicht anfreunden. Dann geht es jetzt los. Ich bin noch nicht so weit. Ja, was mache ich denn? Ich werde nehmen... Ich kann mich mit anfreunden hier. Geht nicht. Tschüss. And who else are you going to marry? Besides, I already snuck a peek. He's handsome. There's going to be music, decorations, feasting. Weddings are so much fun. You're so lucky. Aha. Ich fühle mich gar nicht glücklich. Und wie geht es Soris? Vielleicht solltest du lieber heiraten. Du willst doch nur was trinken. Naja, also so betrunken sieht die nicht aus. Wirklich. Wie geht es? Oh, wie geht es Soris? I think he's just glad he's not alone. He's sweating so much he looks like a human. All right, I'll stop tormenting you. I should go talk to the other bridesmaids and find my dress. Oh, Soris said that he'll be waiting for you outside, so move it. Okidoki. Das ist ja schon mal sehr interessant. Oh weia. Eine neue Quest, ein Tag der Freude, neuer Kodex-Eintrag, die Kultur der... Was ist denn hier los? So, wie ich das hier erkannt habe, gehen wir mal ganz schnell durch. Und zwar haben wir hier oben eine Leiste. Die heißt Charakterbogen, Zauber und Talente, Fähigkeiten, Inventar, Tagebuch, Karte, Taktik und unsere Hauptmenü-Geschichten. Geschichten über Geschichten, ja. Hier haben wir den Charakterbogen. Hier kann man sehen, Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft, Magie, Klugheit, Konstitution, Immunitäten. Okay, dann sehen wir sozusagen, was wir hier eigentlich alles für Charaktere haben. Statistiken, Immunitäten. Dann haben wir hier den Zauber, die Zauberübersicht. Das ist noch nicht so viel, beziehungsweise erstmal hier die Talente. Ja, was haben wir denn hier? Fähigkeiten, ja, okay, das ist das. Hier sind sozusagen Manipulation, Stehlen und Giftmischung. So, das ist natürlich das Interessanteste, weil wir haben hier das Inventar aufgegliedert in... was ist das hier? Aha. Alle Nicht-Handlungsgegenstände. Gut, dann haben wir hier die Waffen. Wir haben keine Waffen, wir haben keine Rüstung, wir haben keine Accessoires. Wir haben schwachen Wundumschlag. Was ist das? Handwerk und Plotgegenstände. Okidoki. Und hier hinten können wir uns dann sozusagen bestücken und ausrüsten. Dann haben wir hier noch eine Waffenset-Wechsel-Option. Sehr schön. Was haben wir hier? Ach, das Tagebuch. Genau, richtig. Also, sprich mit Soria. Das haben wir schon gemacht. Ein Tag der Freude. Naja, ob das so freudig ist, wenn man heiratet, weiß ich nicht. Für den einen oder anderen mag es sein, aber ich nicht. Dann haben wir hier absolvierte Quests. Dann haben wir, ach ja, das mit den Kodex-Geschichten eben. Was haben wir denn hier? Shianni. Ach, das ist nochmal hier der Dialog zu den einzelnen Quests. Ist sehr gut. Da kann man das alles nochmal nachvollziehen. Kreaturen. Oh, weia, was ist denn hier los? Gegenstände, Kultur und Geschichte. Da hat sich doch irgendwas... Stopp mal. Was sind das hier für Lücken? 6, die Kultur des Gesindeviertel. Die Kultur der Gesindeviertel. Gesindeviertel hat es schon immer gegeben. Genauer gesagt Elfen und Schems in demselben Land leben. Das, oh yeah. Okay, das sagt was über das Gesindeviertel. Wir hatten doch gerade eben... Was haben... Wo sind denn die Sachen? Also Kreaturen. Hier gibt es Infos sozusagen. Kreaturen. Gegenstände 0. Ach, verstehe. Oh. So, 1 von 64. Ja? Wieso ist denn das jetzt weg? Oh, Leute. Also bitte seht meine Holprigkeit nach. Ich mache das hier alles zum ersten Mal. Oh, war ja. Was ist denn hier los? Hier blinkt was. Was blinkt denn hier so? Alarm, Alarm, Alarmstufe gelb. So, hier steht was mit Erkundung. Mit den Tastenpfeil oben. Ah, verstehe. Eine kleine Hilfe. Oh, nee, kannst du die Welt bewegen. Alternativ kannst du auch einen Rechtsklick auf den Boden machen. Gut, okay. Das sind jetzt hier Handhabungen, Geschichten. So, Inventar ist aufgeteilt. Ja, das ist tutorialmäßig. Dein Tagebuch enthält Aktualisierung. Gut. Und Plothelfer. Ach, Moment mal. Sind Markierungen auf deiner aktuellen Umgebungskarte, die angeben, wohin du dich begeben musst, um bei deinen aktiven... Was? Bei deinen aktiven Quests weiterzukommen. Ja. So, das hatten wir doch hier gehabt. Hier die Karte. So, und dann sehen wir das hier auch. Aha. Umgebungskarte. Die Umgebungskarte zeigt das aktuelle Gebiet aus der Vogelperspektive. Einige Bereiche werden erst offenbart, wenn du sie erkundet. In unerforschten Gebieten Plothelfer standardmäßig deaktiviert, aber das kannst du im Optionenmenü. Was? Wenn du sie erkundest, in unerforschten Gebieten sind die... Ach, das war das mit dem Vorschau-Modus. Okay. Ja, das muss man ja auch wissen hier. So, Karte, Haus. Was ist das? Taktik. Was ist mit Taktik? Tascha. Steht hier Gegner. Beliebig. Selbst mit Tascha. Oh, ah. Moment mal. Schläge. Bogenschütze. Eigen. Das heißt also, Tascha ist jetzt erstmal ein Schläger. Das kann ich noch einstellen. Und dann werde ich bestimmt auch irgendwo einen Kumpel haben, bei dem ich das hier auch einstellen kann. So verstehe ich das. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Der Taktikenbildschirm ist ein Werkzeug, mit dem du die Aktion und Reaktion deiner Gruppe je nach Situation im Kampf festlegen kannst. Ah, verstehe ich. Vermute mal. Ach, hier bin ich aufgestanden übrigens, Peoples. Da bin ich aufgestanden. So, jetzt blinkt aber hier was, und zwar, das ist die Truhe. Klicke ich drauf, passiert nichts. Klicke ich mit rechts drauf, passiert was. Ey, erste Truhe. Und das ohne Knacken. Wundumschlag, kleine Schmierfalle. Aha, Vorsicht. Wenn die Falle in deinen Rucksack losgeht, dauert es Stunden, alles wieder von Öl zu befreien. Also, benutzen. Wird sie ausgelöst, setzt diese Falle eine kleine Schmierschicht frei. Die Bewegungsgeschwindigkeit aller Wesen. Benutzen. Wird sie ausgelöst, setzt diese Falle eine kleine Schmierschicht frei, die die Bewegungsgeschwindigkeit aller Wesen im Wirkungsbereich senkt. Schreiten Sie bei einer Prüfung der körperlichen Widerstandskraft. Stürzen Sie... Was scheitern Sie bei einer Prüfung der... Ah... Stürzen Sie außerdem zu Boden. Außerdem auch Verbündete können davon betroffen sein. Hochzeitsgewänder. Erstmal nehmen wir mal alles. Und dann gucken wir mal, ich glaube im Inventar, wo war das hier? Inventar, da haben wir es drin. Ja, das heißt also, was ist denn das hier eigentlich? Kleidung, Kleidung, Kleidung. Oh ja, dann haben wir hier Wundumschlag, dann haben wir hier ein schwacher Wundumschlag. Eine kleine Schmierfalle, Hochzeitsgewänder. Und jetzt? Kann ich die anziehen? Hallo. Nö. Gut. Ach, machen wir einfach mal weiter. Taktiken, Taktiken, Bildschirm, blub und play. Ja, Taktiken. Mit den... Interessiert mich erstmal nicht. Ich will die Leute doch hier nicht mit Texten voll blubbern. So, Tascha. Wie laufen wir denn? Aha. Okay, so laufen wir. Und irgendwen habe ich doch gesehen. Hätte hier. Tyrion. Oh, der leuchtet. So. Ah, my little girl. It's the last day I'll be able to call you that. Oh, I wish your mother could have been here. Aha. Also, hier haben wir wieder mal so Aktionen, die wir nehmen können. Ich auch, Vater. Was soll ich tun? Warum heute? Nur weil mein Bräutigam zu früh kommt? Können wir über diese Übereinkunft reden? Ja... Was nehmen wir denn? Meine Mutter kann hier sein. Ich auch. Naja. Echt. Ich sag jetzt mal. Können wir über diese Übereinkunft reden? Still not pleased, I can see. Of course we can talk. Nein, ich denke, das bringt nichts. Warum kann ich nicht selbst bestimmen, wen ich heirate? Muss ich wirklich heiraten? Also das ist ja wohl schlüssig. Warum kann ich selbst nicht bestimmen, wen ich heirate? Tradition, Child. With so little contact between alienages and so few chances to travel, you must trust your elders. The dowry has been paid, the Chantry has issued the permit, and everything is ready. All we need is you. Okay, ich mache jetzt mal meinen störenden das Logo da weg, weil ich hatte das geändert. Und jetzt mache ich gar nichts mehr dahin. Nicht meine Kamera und nicht mein Logo. Es ist sehr, sehr störend, finde ich. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Also, nun, wenn es denn so sein soll, ich bin bereit. Um Gottes Willen. Was, du hast Mitgift für meinen Bräutigam bezahlt? Aber ich will nicht heiraten. Mal gucken, wenn ich sage, aber ich will nicht heiraten. I understand. Before I met Adaya, I was ready to go hunt for the Dalish. Just be glad I chose the match. Without parents to represent you, children like your cousin Soris end up marrying whoever the elder can find. Hm. Okay, jetzt ist natürlich das nicht drin mehr. Erzähl mir etwas über meinen Bräutigam. Den haben die Ältesten für ihn ausgesucht. Und ich muss heiraten, wen du bestimmst soll. Ne, ich will mal wissen über den blöden Bräutigam da. Nelaros? He's from a good family in High Ever. Their youngest son. He's an expert at the blacksmith's anvil, from what I'm told. And yes, he's very handsome. I knew you'd ask, so I thought I'd save you the trouble. All right, time for you to go find Soris. The sooner this wedding starts, the less chance you two have to escape. Oh, toll. Als würde es aufs Aussehen ankommen. Keine Sorge, alles wird gut. Man muss jede Chance nutzen. Ich will meinen zukünftigen wenigstens sehen. Danke, Vater. Natürlich will ich den sehen. You will soon enough. Oh, one last thing before you go, my dear. Your martial training, the sword play, knives and whatever else your mother trained you in, best not to mention it to your betrothed. Aha. Niemand anderen. Wird es früher oder später herausfinden? Eigentlich schon. Das ist ohnehin nicht so wichtig. Nehme an, davon hast du nichts gesagt. Ja, ist doch logisch. Also, er wird es früher oder später sowieso herausfinden, wenn ich ihn killen werde. Sehr brutal. Okay. Later. Definitely later. We don't want to seem like troublemakers after all. Adaya made that mistake. Ach du Scheiße. Er hat diesen Fehler auch gemacht. Lass uns einfach weitermachen. Ja, der Fehler der Menschen, die sie getötet haben, war größer. Mutter war eine gerissene Schurkin. Nee, der Fehler der Menschen. Our world is full of so many injustices. Take this. Your mother would have wanted you to have it. It's the very least I can give you as you start your new life. Go on, then. I still have some things to do, and Soris is no doubt waiting for you. Neuer Codex-Eintrag. Die was? Codex aktualisiert. Wenn ich hier drauf gehe... Ah, dann geht das automatisch auf. Die Stadtelfen. Die Menschen erzählen Geschichten über Andraste. Und für sie war sie eine Prophetin. Aber für unser Volk war sie... eine Inspiration. Ihr Aufstand gegen Tewinter war für uns wie ein Fenster, durch das wir die Sonne sehen konnten, und wir taten alles, um es zu erreichen. Die Rebellion war kurz, aber erfolgreich. Bla bla bla. Das ist das Flavortext? Muss ich das alles vorlesen? Aufstieg und Fall der Dales. Erzählt von Sarezia. Ich glaube, ich brauche das nicht hier vorlesen. Die Kultur der Gesindeviertel. Ja, das hatten wir ja gelesen. Okidoki, dann können wir also wieder zumachen. Ja, gucken wir noch uns ein bisschen um. Gibt's hier noch was zu... Okay. Okay, gehen wir erstmal eine Runde baden. Wieso? Hallo? Ach, hier vielleicht baden? Hör mal, hallo. Nochmal passiert nichts. Okay. Ja. Nu? Und nu, was ist nu? Hier ist eine Tür. Kann ich die aufmachen? Nee, kann ich aufmachen. Die kann ich aufmachen. Das ist toll. So, okay. Hochzeitsvorbereitung erstmal beendet, beziehungsweise wir haben erstmal darüber gesprochen. Bevor ich hier die Tür aufmache, wünsche ich euch einen schönen Tag und ich weiß nicht, ob ich hier weitermache bei dem Spiel. Kommt drauf an, ob es mich interessiert, ob es toll ist und was sonst noch alles so passiert und kommt. Ist für mich auch eine neue Erfahrung hier. Ja, dann wünsche ich Kommentare und Finger nach oben oder Daumen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ich überlege es mir noch. Also, ciao.